Hallo und herzlich willkommen zu dieser Einheit virtuelles Torwarttraining. Es geht heute um das Hechten und vor allem der Übungsmethodik dazu, wie wir zum Bogenschwung entsprechend übergehen, wie wir das Umgreifen beherrschen und dergleichen, nur damit wir hier eine entsprechende Schulung haben. Und wir sind hier auf einem weichen Rasenplatz. Ich denke, wir kommen da zusammen und können demonstrieren, so dass ihr es auch zu Hause für euch üben könnt. Die nächste Form nun zum Hechten ist entsprechend zunächst einmal zu üben, dass wir uns mit den Händen abfangen können, wenn wir einen Bogenflug ausüben möchten. Dies wird am besten durch die sogenannte Handstandswelle oder Handstandsrolle entsprechend geübt. Einmal ohne Ball und zum anderen mit Ball. Sie sieht von der Seite her gesehen so aus. Die Handstandswelle nun seitlich mit Ball bedeutet, dass wir über eine Schulter entsprechend wegbrechen müssen, weil auf den Ball fallen können wir nicht, er würde uns das Brustbein beschädigen oder uns zumindest sehr stark in unserer Atmung behindern. Das ist keine gute Idee. So müssen wir über eine Schulter wegbrechen und dann in eine Rollbewegung kommen, wobei wir den Ball sichern müssen. Dies sieht so aus. Nun beginnen wir das Ganze seitlich auszuführen. Dazu werden wir ohne Ball zunächst die Hände seitlich neben uns setzen und dann die entsprechende Flugbahn sozusagen im Trockenen üben. Danach nehmen wir den Ball und werden auf dem Ball das Gleiche tun und das Ende ist dann natürlich eingeworfen. Dies war nun die Form des Hechtens zum Üben. Entsprechend jetzt für euch ist es wichtig, nun das Ganze zu tun, dass wir den Schritt machen und entsprechend dann übergreifen, die Hände auf den Boden setzen, um zunächst einmal in dieses Hineingleiten, in die entsprechende Handstandswelle zu kommen. Danach lasst euch die Bälle werfen, versucht es, geht auch erst einmal in die Sandgrube, wo ihr weich fallt und schaut nach, dass ihr möglichst im Sand so gut wie keine Abdrücke hinterlasst. All das ist ausschlaggebend, dass ihr das richtig beherrscht. Trainiert eure Arme, eure Schultern und vor allem eure Rückenmuskulatur, damit ihr den Fall auf den Händen, auf den Ball entsprechend abfangen könnt. Und danach sollte eure Falltechnik selbst auf hartem Steinboden entsprechend funktionieren.